So, da sind wir wieder zu einer neuen Folge StarCraft 2. Ja, yeah, das ist. Wie sind die Abkürzungen? HOTS. HOTS. Heart of the Swarm. Ja, HOTS. StarCraft 2 HOTS. Und ja, nach dem letzten Spiel, was sie sehr hingezogen hatten, aber wir doch noch gewonnen haben, zum Glück. Obwohl ich ultra brainlaggy war. Marco hat's rausgerettet. Ich muss es gestehen. Ich kann's nicht anders sagen. Markus Verdienst. Spielen wir noch ein ungewertetes, weil wir fühlen uns noch nicht so sicher. Irgendwie besonders jetzt durch Heart of the Swarm, natürlich mit den neuen Einheiten, habt ihr, glaube ich, gesehen. Mit den Minen war man total überfordert, die da sich einbuddeln irgendwie. Ich weiß echt nicht, was dagegen gut ist, weil die machen abnormal viel Schaden. Das Problem ist, man kann sie halt schnell verlieren. Ja, die spammen die. Du spammst sie halt mega krass, also weißt schon. Ja, Panzer war der Trick. Weil die Minen haben eine geringere Reichweite als der Panzer. Also der Panzer hat die halt eins zerfetzt. Als Zerg, ja, du musst halt aufdecken eigentlich. Zweimal Terraner. Na, schau mal, ist ein Herzchen, die Form. Ist auch neu, die Map, gell? Wollen wir schnell? In Liebe, Adam. Der ist schon Level 8, Alter. Oh. Ja, wollen wir schnell? Magst du schnell rein? Oder zwei Terraner? Okay. Ich hoffe, ich bin ganz links, dann bin ich noch schneller dran. Ich hab keinen Bock auf wieder so einen Scheiß, wie gerade eben. Ah, oh, ich hab die weitere Posi, scheiße. Die hätte ich gebraucht. Es wäre jetzt halt taktisch besser, wenn Marco hinten wäre und ich hier an dem Eingang. Da ich dazu machen kann, als Terraner. Jetzt habe ich natürlich längere Laufwege. Beides Terran, ja. Sie müssen eigentlich zumachen. Wenn sie klug sind, machen sie zu. Wenn du aber schnell genug bist. Nein! Was war das? Los? Ich habe zwei VBFs abgezogen, gerade aus Versehen. Das war sehr, sehr dumm. Es sind zwar immer so Millisekunden, die er da verliert. Also man denkt sich immer, das ist nichts. Aber in einer höheren Liga ist es doch einfach kampfentscheidend manchmal, sowas. Ja. Das stimmt. Komm, das schafft ihr noch. Komm. Das war jetzt auch nicht so doll geplant. Ich mach mal Mass Marines. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Aber wenn du auch schnelle gehst. Ich mach halt Speedling wieder. Also. Vielleicht sind sie ja so überfordert damit. Ich weiß nie, wann ich das Vispin anfangen soll. Oh, das habe ich schon voll. Ich weiß eben nicht, was ich jetzt bei Mass Marines da mit Vispin eben mache, wann ich das aufmache, um. Da kriege ich nach kurzer Zeit dann zu viel rein, aber ich hoffe, wir kommen nicht in das Endgame. Das kostet 50 Vispin. Lohnt sich's? Komm. Okay. So. Jetzt hier brauchen wir das da eigentlich. Die sitzen da unten an dem Herzchen, gell? Ah, das hätte ich zuerst bauen sollen. Das war ein kleiner Fail, aber nicht weiter schlimm. Wie viel Spin habe ich da eigentlich zu viel? Wie schnell kann man eigentlich die Minen machen? Recht schnell. Nee, ist ein Fahrzeug, ja. Also, eine Rush müsste ja noch keinen haben. Oder noch nicht viele. Ein, zwei, wenn überhaupt. Ich gehe halt jetzt echt pur auf Mass Marines. Ja. Das kostet nur
20. Haben die bis hierhin die Ressourcen geändert oder habe ich da irgendwie... Das kann schon gut sein. Nach all der Zeit irgendwie ein bisschen gepennt. Ich kann dir ein bisschen wie Spin geben. Na, achso, ah ja. Ich brauch's gerade im Moment nicht. Entwickle ich mal Stufe 2. Das hat mir eigentlich genauso gerade gefehlt. Ja, jetzt müssen wir aber langsam reinwenden. Zum Gucken zumindest. Da habe ich gepennt. Let's go. Ich gehe schauen. Ich weiß nicht, die haben nur den einen Eingang wahrscheinlich, also zumachen werden sie 100 pro. Nein, nicht Depp, wir brauchen ja einen. Warum habe ich einen Rächer gebaut? Nein. Ja, sind, die haben zugemacht. Okay, ja, ich komme da nicht durch, Adam. Außer, ja, wobei, doch, wir kommen da durch. Mit dir zusammen kommen wir da durch. Magst du, welches wollen wir aufschießen? Schau mal, stellst du dich, das ganz links, ne? Hierhin? Stellst du dich da hin? Ja, das ist ganz links, das Depot, oder? Genau, das ganz links, ja. Da, Minen. Hand offen. Die ja. Mine. Okay, die Minen sind down. Bist du drin? Ja. Okay. Stacklinge kommen. Ah, fuck. Ich entwickle mal auf Ding. Auf. Achso, hast du ein bisschen. Das Spin vielleicht? Warte, ja. Okay. So, jetzt kommt wieder ein kleiner Batzen. Ja, der geht auf Minen und Marines. Ja, gut, ich laufe in seine Dinger rein, Adam. Der hat ja nichts zum Verteidigen gehabt. Okay, ist fertig. Na, ja, der eine ist schon raus. Mhm. Ja. Oje. Was los? Oh, Bunker. Aber er rappt ihn nicht mal. Okay. Das war doch wunderbar. So kann's laufen, ne? Yo. Ist ja auch jetzt. Also so müssen wir eigentlich immer anfangen. Das ist eigentlich ganz gut. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen antrainieren, dass wir nicht vergessen, uns weiterzuentwickeln, weil schau zum Beispiel, ich war jetzt auch ein bisschen langsam mit meinen Echsen. Eigentlich hätten wir, sobald wir durch sind und ein bisschen was angerichtet haben, ich sollte sofort zu den BBFs, dass wir sie zurückschlagen, ein bisschen, dass sie nicht so viel Matz haben. Und dann quasi, dann kann ich Echsen. Und wenn ich geäxt habe, dann habe ich ja noch mehr Larven und dann kann ich noch mehr pumpen. Ja, das war jetzt richtig gut. Also ja, es war halt auch vorherzusehen, was die machen, wie sie reagieren werden. Das war das Beste, ja. Terraner zumachen und Minen. Nur wir haben halt nur ein Gebäude reicht da schon, damit die Zerg reinkommen. Ja. Und ja, ich muss mir mal ein Aufdeckding freihalten, auch bei den Viechern. Das ist recht hart. Ja, aber war ich ein schönes Match. Ich bin immer noch sehr langsam. Ich bin heute an sich irgendwie langsam. Aber ich glaube, wir lassen es für heute erstmal eh. Ajo. Und ich glaube, so mit dem Feierabendbierchen dann irgendwann mal am Wochenende, da sieht's wieder ganz anders aus. Dann seht ihr also, ja, wir werden jetzt noch ein paar Matches, glaube ich, spielen, oder? So zum Trainieren gegen Ungewertete, ja, und dann fangen wir mal wieder mit Liga an. Wir müssen noch die Minen hier und die Protoss-Einheiten noch ein bisschen reinkriegen. Da sollte man nichts überstürzen. Lieber länger mal trainieren, bevor ihr anfängt mit irgendwelchen Matches in der Liga. Genau. Und ja, du bist Level 30 gerade. Ich bin fast Level 4. Mir fehlen 2000, nicht mal, 1100 EP. Mir fehlen 25.000. Da, fuck, was krieg ich denn? Das ist auch so ein Bildchen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Alles klar.